Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf Mini-Benny Channel. Wir kümmern uns heute um eine Mission. Da habe ich ganz viel Zeit verplempert. Damit dir das nicht auch so passiert, gibt es hier ein Quick Guide. Wir reisen nach Porima und genauer auf Paradiso. Da gibt es eine kleine Mission direkt hier am Eingang. Wir nehmen jetzt gerade die Mission auf und die wird einfach Fundsachen heißen. An der Rezeption ist eine kleine Slate und daneben ein Computer. Wenn wir da drin einfach rumstöbern, finden wir das Dokument Fundsachen. Wenn wir das aufmachen, dann löst sich die Mission aus. Die anderen Dokumente beschreiben das Ganze eigentlich nur noch. Also hier Fundsachen und da haben wir eine Liste von Gegenständen, die Gäste verloren haben. Wir haben es gesehen, die Mission ist ausgelöst und wir schauen auch gleich mal in unser Briefing rein. Da sehen wir es eingeblendet, wir sollen eine vermisste Slate finden, einen vermissten Ehering und eine Thermosflasche und einen Zimmerschlüssel. Wir fangen an mit dem Zimmerschlüssel und wir sollen dafür in den 5. Stock fahren oder die 5. Ebene aufsuchen. Die ist ganz unten, während das Dachgeschoss ganz oben ist. Bisschen seltsam aufgeteilt, aber hier ist es, Ebene 5. Und direkt, wenn wir aus dem Fahrstuhl kommen, rechts in der Ecke, finden wir das. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um, weil ich mich selber umgeguckt habe. Und naja, du kannst dich dann auch besser orientieren. Also, da ist der Fahrstuhl, da kommst du raus, eine Sitzecke, da ist eine Wache. Das hier mag ja ein Paradies sein, aber auch hier kann es ab und zu Ärger geben. Und hier ist der Schlüssel direkt an der Couch oder am Sofa. Ja, dann... Hier ist alles etwas teurer, als ich dachte. Tja, so kriegen sie einen wohl ins Netz. Ja, den Schlüssel haben wir also, dann machen wir weiter. Hier ist auch nochmal das Briefing und ein bisschen genauer erklärt. Als nächstes nehmen wir wieder den Fahrstuhl und fahren auf die Dachterrasse. Dort finden Events statt und naja, es gibt Bars und so. Ja, und hier direkt liegt die Slate, die vermisste Slate. Ich hüpfe mal ein bisschen hoch, damit du dich ein bisschen besser orientieren kannst, wo ich mich hier gerade befinde. Also es gibt eine Seite, wo eine Band spielt. Da drehe ich mich jetzt mal um. Hier ist die Band. Und gleich am ersten, ja, hier Sofatisch, ja, ist die Slate. Und dann gehen wir wieder runter in die Lobby und dort... gehen wir den Weg raus Richtung Strand und ja, hier ist das Paradiso-Gebäude. Da schaue ich mal eben hin. Da ist ein so ein Bunker oder so eine Freizeitsuite. Ich schaue mich auch hier nochmal um, damit du dich gut orientieren kannst. Hier ist so eine Relax-Suite und dort liegt der Ehering, ist das glaube ich. Ja, vermisster Ehering. Dort haben wir es gefunden. Ich schaue mich noch einmal um, damit du dich gut orientieren kannst und lauf zurück zum Haupteingang von dem Hotel. Und wir müssen hier hin und hier ist der Weg zum Haupteingang vom Raumhafen aus. Kannst du, glaube ich, ganz gut sehen. Wir hüpfen hier auch noch mal hoch. Da ist mein Raumschiff und hier ist ein Abgang und hier gibt es so einen Koffertransporter und daneben liegt die vermisste Thermoskanne. Dann haben wir also alles eingesammelt und ja, also ich habe mit dieser Aufgabe, wie schon gesagt, sehr viel Zeit verbracht, obwohl das so simpel aussieht und einfach zu sein scheint. Aber wenn man einfach gar keine Hinweise bekommt, kann ich wirklich nichts für dich tun? Dann ist es schon schwierig. Es gibt keinen Mission-Marker. Das kommt überraschend. Du hättest wirklich nicht helfen müssen. Aber um ehrlich zu sein, hast du mir dadurch viel Zeit und Kopfschmerzen erspart. Ich schätze also, etwas Lob ist angebracht. Gut. Ich sollte dich wohl für deine Mühe entschädigen. Danke, schätze ich. Okay,
Das war's. Wir haben nicht viele Credits verdient, aber immerhin. Es gibt so viele Aktivitäten, auf die ich mich freue. Aber das Relaxen ist einfach so schön. Okay, das war's. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf der wundervollen Plattform YouTube von Google. Bis dann. Tschüss. Hier gibt es viel zu stöbern. Hast du, was du brauchst? Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen.